Hallöchen und willkommen zu einem neuen Hogwarts-Video. Man mag es kaum glauben, dass man diesen Satz nochmal hört. Es ist sage und schreibe 31 Monate her, dass wir das letzte Mal ein Hogwarts-Video gemacht haben und viel ist passiert. Die erste Sache, die sich verändert hat, die einem vielleicht schon aufgefallen ist, ist, dass ich einen neuen Skin habe. Das bin immer noch ich und das ist keine Person, die hier in der Kamera rumsteht. Ich bin direkt auf unserem Hogwarts-Server, da könnt ihr auch jederzeit drauf joinen. Aber ich fange nochmal ganz vorne an und hole alle ab, die vielleicht gerade auch zum ersten Mal so auf meinen Kanal gestoßen sind und sich das angucken hier. Genau, und zwar mein kleiner Bruder und ich, wir haben vor bestimmt schon 5 Jahren entschlossen, wir bauen Hogwarts in Minecraft nach. Und das Ganze war ein witziges, wir sitzen zu zweit im Discord, jeder in seinem Zimmer und bauen hier fröhlich, hier haben wir irgendwo angefangen zu bauen. Wir haben dann uns überlegt, okay, was ist unser wichtigster Hauptblock, aus dem wir das Ganze bauen wollen? Und wir haben ein bisschen rumexperimentiert und haben gesagt, okay, das wäre doch mal was, wenn wir das aus Knochenblöcken bauen. Jetzt habe ich hier ein Resource Pack drin, was die Knochenblöcke dann auch so ein bisschen texturiert, aber auch ohne Resource Pack sieht das Hogwarts so ähnlich aus, weil Knochenblöcke haben ja die gleiche Farbe, wie das Schloss jetzt hier hat. Genau. Und im Laufe der Zeit haben wir das Ganze dann immer als Speedbuilds veröffentlicht und es gab auch immer mal einen Gast. Nach der Hälfte der Zeit ist der Enzo uns beigetreten und baut seitdem auch mit. Wir bauen zu dritt. Dann gab es einen Zeitpunkt, wo ich YouTube ein bisschen, ich sag mal, aus den Augen verloren habe oder Minecraft generell. Aber Hogwarts wollten wir nie aus den Augen verlieren und ich habe den großen Wunsch, dieses Projekt eines Tages fertigzustellen. Und deshalb möchte ich jetzt einen kleinen Anfang machen, das Ganze wieder ein bisschen regelmäßiger anzugehen. Und dafür zwei Vorsätze, nämlich dieses Video, um erstmal euch up to date zu bringen. Und zweitens, wir sind zwar drei Leute, beziehungsweise der meiner Paul, der unterstützt uns auch ein bisschen hin und wieder. Und der ist jetzt vielleicht auch öfter dabei. Und dann machen wir das auch so, dass wir uns nicht immer zu viert treffen, weil dann findet man keinen Termin und dann kommt man nicht vorwärts, sondern wir bauen auch mal ein Zweiergrüppchen und gucken, wo das Ganze hinführt. Und bevor ich anfange, uns den neuen Schlossflügel zu zeigen, erkläre ich noch ganz kurz das Serverkonzept und genau, den Schlossflügel hier links, den seht ihr natürlich in den alten Videos. Den zeige ich diesmal nicht ausführlich. Hier ist meine Serverliste und hier ist ein Server, den habe ich Hogwarts genannt. Der hat hier ein schönes sprechender Hut-Logo und eine Beschreibung. Und wenn ich hier auf Edit gehe, seht ihr hier eine IP-Adresse, steht auch in der Beschreibung. Und über diese IP-Adresse könnt ihr euch immer Hogwarts live angucken, so wie wir es bauen. Natürlich ist das alles gesichert, aber wir werden auf diesem Server trotzdem bauen. Okay. Dann werdet ihr hier auf dem Server landen und hier gibt es das kleine coole Feature, dass man Orte entdecken und hin navigieren kann, weil Hogwarts doch recht groß und verwirrend sein kann. Und zwar gibt es hier schon ein paar Orte, die ich jetzt schon alle freigeschaltet habe, zu denen man hinlaufen kann. Und dann kann ich sagen, ich möchte gerne zum Hospital Wing. Und dann gibt es mir einen Weg durch das Schloss dorthin. Kann natürlich sein, dass bei euch jetzt Hospital Wing nicht vorgeschlagen wird. Und woran liegt das? Weil ihr noch nie beim Hospital Wing wart, habt ihr den noch gar nicht gefunden. Und was ihr noch nicht gefunden habt, da könnt ihr auch nicht hin navigieren. Das heißt, einmal müsst ihr durchs Schloss irren und ihr seht gerade übrigens, wie meine FPS komplett einstürzen. Das tut mir leid, normalerweise mache ich ja die Replays und dann, wenn ich da 10 FPS habe, ist egal, weil dann ändere ich ja die Geschwindigkeit. So, dann beschleunige ich das mal kurz, weil den Teil vom Schloss wollten wir uns ja gar nicht angucken. Und tada, wir sind im Krankenflügel. Okay, dann gucken wir uns jetzt aber doch mal den neuen Schlossteil an. Und das meiste habt ihr schon gesehen. Und zwar, ich fliege mal nach oben, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie viel passiert ist. Wir haben den vorderen Teil vom Ostflügel, haben wir angefangen und hier hinten haben wir nur ein bisschen geplant. Eingerichtet ist natürlich auch schon ein bisschen. Das ist ja unser Vorsatz, dass wir immer auch gleich einrichten beim Bauen. Und deshalb gucken wir uns das Ganze mal von vorne an. Hier ist das Portal, wo man in diesen Schlossflügel reinkommt. Und natürlich haben wir jetzt hier auch wieder eine Eingangshalle. Das ist so ein bisschen ein sensibles Thema, weil in Harry Potter wird ganz oft von der Eingangshalle gesprochen. Und jetzt haben wir hier ja eine Eingangshalle, aber das ist gar nicht die Eingangshalle,
die direkt an der großen Halle ist. Es gibt ja noch die andere Eingangshalle und die ist da unten drin und geht direkt über in die große Halle und das große Treppenhaus. Und das ist die, die in den Büchern oft erwähnt wird. Und hier ist eben noch eine kleine Eingangshalle, die tatsächlich größer ist als die andere, aber das ist die Eingangshalle, die in diesen Schlossflügel eben führt. So, hier haben wir die zwei Türme, die wir erreichen können. Und ich gehe mal in den hier rein und hier ist einfach mal wieder nur ein Bad. Es ist ein bisschen demoliert. Es ist auch ganz schön ab vom Schuss, von daher ist es okay. Ihr seht, hier ist zum Beispiel ein kleiner Raum noch nicht fertig, aber den werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen, um hier ein bisschen die Kanalisation anzuschließen. Weil wir planen natürlich auch immer die ganzen Rohre von den Toiletten aus und so durch das Schloss. Und ihr fragt euch warum, weil im zweiten Harry Potter Teil bewegt sich ja der Basilisk durch die Rohre und wir dachten, das ist ein ganz cooles Easter Egg, wenn du so durch die Rohre wieder Basilisk durchs Schloss kannst und vielleicht ist es auch eine Abkürzung hin und wieder, wenn man kein Problem damit hat, dass man danach völlig dreckig ist. Okay, genau, hier haben wir so ein paar Details, also hier ist diese typische Waschsäule da in der Mitte mit den Waschbecken und da ist jetzt so eine Pflanze hier rausgewuchert und deshalb ist hier auch der Spiegel zersprungen, das hier soll ein Spiegel sein. Okay, gucken wir mal weiter. Hier vorne, naja, genau, das macht auch Sinn, wenn wir in der Reihenfolge gehen. Hier geht jetzt ein Gang lang. Ein ziemlich großer Korridor, aber der endet hier auch schon wieder, dann ist es nicht so. Weil ich mag das nicht, wenn es hier so ein riesen Korridor wäre, der einmal ganz da durchgeht. Das würde so ein bisschen die Verspieltheit von Hogwarts wegnehmen. Deshalb endet er hier auch schon direkt in einem sehr verwinkelten Treppenhaus. Das zeige ich gleich. Und hier geht dann ein kleinerer Gang ab. Und der führt zu Classroom 22. Gucken wir mal rein. Das ist ein kleines Pflanzenkunde- oder Kräuterkunde-Klassenzimmer. Da haben wir ein bisschen viel mit Blättern rum experimentiert. Aber ich glaube, das ist ganz okay, wenn es um Kräuterkunde geht. Hier ist so eine Super Mario-fleischfressende Pflanze. Und genau, das macht deshalb Sinn. Weil wenn wir diesen Korridor mal weitergehen, dann stellen wir fest, wir landen hier genau bei den Innenhöfen, oder Innenhof ist ein bisschen das falsche Wort, bei den Höfen, wo die Gewächshäuser sind. Die grünen Dinger sind die Gewächshäuser von Hogwarts und da findet auch Unterricht drin statt. Und genau, die erreicht man dann über diesen Zugang. Hier ist die Fassade, das will man vielleicht auch mal kurz sehen. Die sieht jetzt teils ein bisschen komisch aus. Da denkt man zum Beispiel, okay, dieser Turm, den hätte man hier vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Aber hier haben wir jetzt mal als kleines Experiment sozusagen Block für Block die Vorlage abgebaut. Also wir haben dann geguckt, okay, hier ist eine dicke Säule, dann kommt eine dünne Säule, hier kommt so ein Sims und da kommt ein Fenster mit so und so viel Säulen und da kommt so ein Muster. Und das haben wir dann auch wirklich Stück für Stück von der Vorlage abgebaut. Unsere Vorlage ist das Schloss aus dem sechsten Teil, aus dem sechsten Film, aber wir kombinieren da auch ein bisschen. Manchmal passt es irgendwie, wenn man was aus einem anderen Film besser übernimmt. Genau, da passiert ja viel. Die Brücken ändern ihre Position und so weiter. Okay, bevor wir da... Nee, da kommen wir ganz zum Schluss hin. Wir gehen jetzt mal zurück, hier lang. Das ist, wenn wir von oben gucken, sozusagen der andere Turm. Hier drüben war ein Turm mit der Toilette. Und hier gehen wir jetzt in den anderen Turm. Der Turm ist hier. Und da ist ein Treppenhaus drin. Und hier ist aber noch eine kleine Abstellkammer. Können wir auch noch kurz einen Blick reinwerfen. Genau, nichts Besonderes. Und hier gibt es noch einen Gang zu unseren großen Kerkern, für die wir uns sehr viel Mühe gegeben haben. Genau, die müssen wir eines Tages dann mal bauen, aber das wird sehr aufwendig, weil dafür muss man sehr, sehr gut unterirdisch planen können und immer zwischen Spectator und Creative-Modus wechseln. Okay, hier sind wir im kleinen Treppenhaus. Hier ist mal wieder eine Pflanze ausgebüxt, weil wir sind ja immer noch in der Nähe von den Gewächshäusern. Und die Treppe führt uns nach oben zu einer Tür nach draußen. Und zwar ist das eine der zwei einzigen Brücken, die die beiden Schlossflügel direkt verbinden. Das da kann man auch mitzählen, dann wären es drei. Und das da ist die eine. Und hier ist die andere. Also hier kommt noch eine Holzbrücke hin. Und die hat dann hier eine Verbindung zu dem Schlossflügel. Genau, wir gehen aber wieder rein und gucken weiter. Beziehungsweise ich lasse nochmal kurz einen Blick von außen drauf werfen.
Wir haben uns jetzt hier unten war die Toilette, wir haben uns jetzt hier die Eingangshalle angeguckt. Hier unten ist das Treppenhaus. Hier laufen wir jetzt nach oben. Was hier kommt, seht ihr gleich. Und genau, dann gucken wir. Da oben müssen wir uns dann einen eigenen. Dieser Raum ist schon eingerichtet, aber er hat noch keine Tür. Müssen wir gucken, wie wir dann da reinkommen. Aber da kommen wir gleich dann hin. Okay, wenn wir hier noch ein bisschen weitergehen, dann ist hier erstmal so eine Galerie. Also hier ist erstmal Ende vom Treppenhaus und hier geht es schon weiter. Aber hier gibt es auch noch eine kleine Treppe nach oben und zwar ist das die, die in das Turmzimmerchen führt. Und da gucken wir auch kurz hoch. Das ist leider sieht das überhaupt nicht Hogwarts-mäßig aus. Also wir ärgern uns immer sehr über diese kleinen Wendeltreppen, aber die gehören halt auch dazu. Irgendwie muss man die auch bauen und die lassen sich nicht so einfach schöner gestalten. Und hier ist so ein kleines, gemütliches, eher so Gryffindor angelehntes geselliges Zimmer, sag ich mal, oder Gesellschaftszimmer. Da kann man dann einfach ein bisschen seine Zeit verbringen und aus irgendeinem Grund gibt es hier noch einen Weinkeller. Wir haben uns so als Spaß überlegt, hier lebt dann irgendwie so ein Professor wie Slughorn, die dann so ein bisschen zum Alkohol neigen und dann hier trinken und ihren privaten Alkoholvorrat haben. Genau. Aber in Wirklichkeit ist es ja kein Wohnzimmer, sondern es ist ein Wohnzimmer, aber es ist kein Schlafzimmer. Also hier wohnt niemand, sondern das ist nur so ein Aufenthaltsraum. Aber man muss sich halt auch die Mühe machen, betrunken diese Treppe hoch und runter zu laufen, von daher, naja. Okay, gucken wir weiter. No entrance for students, kein Eingang, kein Zugang für Schüler. Und hier ist einfach ein kleiner Lagerraum und wir haben mal wieder eine Wendeltreppe. Oh mein Gott, mit wenig FPS diese Wendeltreppe hochgehen, das ist eine Herausforderung. Hier sind wir in einem noch nicht ganz fertig dekorierten Speicher. Wir werden aber auch ein paar Sachen ein bisschen, also ich sag mal, nicht so hübsch lassen, also nicht so perfekt ausgearbeitet wie hier. Denkt man so, das soll nicht so aussehen, aber doch, das soll so aussehen, weil wenn man mal auf dem Speicher von der Kirche war, das sieht auch so aus. Die bauen das Kirchengewölbe so, dass es von unten gut aussieht und von oben ist es eine Baustelle und dann kommt ein Dach drauf. Und das gleiche haben wir hier auch. Hier ist halt dann eine Baustelle. Diese Leuchtblöcke müssen natürlich wieder weg. Genau, aber hier ist dann so ein bisschen Speicher mit Spinnenweben und ein paar Lagersachen. Hier werden zum Beispiel ein paar Bücher gelagert, was vielleicht schon ein Hint ist, was wir unten finden könnten. Okay, wenn wir jetzt hier unten sind, Moment, ich springe hier einfach mal frech runter, dann bleibt nur noch eine Richtung, und zwar dieser hohe Gang. Na gut, es gibt noch diesen Abzweig, aber hier, das zeige ich ganz kurz, hier ist nicht wirklich was, hier geht nur ein Gang und der endet da. Da müssen wir dann noch ein bisschen ausarbeiten. Okay, hier kommen wir jetzt in die Bibliothek Hogwarts. In Hogwarts Bibliothek, so. Und die Bibliothek in Harry Potter spielt schon eine große Rolle, weil da die Schüler oft zum Lernen sind und auch viel in den Büchern dort stattfindet. Und deshalb war das schon wichtig, dass die auch irgendwie passende Atmosphäre gibt und so. Und ich glaube, wir haben es ganz gut getroffen. Hier ist jetzt der eine Hauptraum. Da oben gibt es eine Galerie, wo man dann auch lesen kann. Wie man da hochkommt, zeige ich gleich. Hier ein Kronleuchter, ein paar Bilder an der Wand, ein paar Ritterstatuen. Und ihr seht unsere Regale, die sind richtige Brecher. Die sind zwei Blöcke dick und haben sogar so integrierte Tische teilweise. Und das ist eine Menge Bücher. Wer Cold Mirror Podcasts hört, der weiß, dass das wahrscheinlich ein bisschen übertrieben ist, wie viele Bücher hier sind. Aber für die Atmosphäre war es super. Und hier haben wir noch so ein paar kleine Fensterchen nach draußen. Die Bibliothek endet hier aber noch nicht. Es gibt noch zwei weitere Abteilungen. Zum einen gibt es hier hinten die verbotene Abteilung, die Restricted Section, und die ist in Harry Potter auch wichtig, weil da holt er manchmal Bücher, die die Schüler nicht haben sollen, und auch Voldemort holt da Bücher. Also, das ist die Hintergrundgeschichte. Die es gelesen haben, die kennen sich ja dann schon aus und wissen Bescheid.
Genau, die haben wir hier mit so einer Galerie und so einer Büchersäule in der Mitte. Und man hört schon ein bisschen plätschern. Da haben wir nämlich, spoiler ich mal ein bisschen, da haben wir ein Kanalisationsrohr in der Mitte verlegt, damit man durch das Schloss schwimmen kann. Hier gibt es um so einen Bücherberg gibt es auch noch eine Wendeltreppe und die führt uns einfach nur wieder zum Speicher hoch. Da kommen wir wieder zum Speicher, den wir schon gesehen haben. Okay, zurück zum Hauptraum. Und vom Hauptraum können wir jetzt auch noch nach hier drüben gehen. Und dann kommen wir einmal hier zum Treppenhaus. Und das Treppenhaus bindet direkt an zu unserem verwinkelten Treppenhaus von ganz vorhin. Hier ist der dicke Gang. Und es bindet auch an zum anderen Bibliotheksflügel. Und das ist der, den ich wesentlich mehr mag, wegen der Atmosphäre. Und zwar haben wir hier oben eine Galerie und kleine Lesenischen. Unten richtig große Bücherregale mit Teppichen, fliegenden Kerzen. Oben ein Holzgewölbe. Da hängen die Hogwarts-Banner, die ich noch ein bisschen schöner gestalten muss. Genau, hier ist dann auch einfach nur Bibliothek. Und da kommen wir wieder unten in den Hauptraum rüber. Und es gibt hier oben dann noch die Verknüpfung zur Galerie im Hauptraum. So. Damit hätten wir die Bibliothek und auch eigentlich den kompletten Ostflügel soweit abgedeckt. Hier oben ist der Speicher, den wir uns schon angeguckt haben. Hier ist ja ein Holzgewölbe und deshalb, beziehungsweise so eine Holzstruktur und deshalb gibt es da keinen Dachboden. Und das ist das große Fenster der Bibliothek von außen. Und ja, wir machen manchmal ein paar kleine Korrekturen in dem Schlossflügel, aber ich will ja auch nicht alles vorwegnehmen hier im Video. Vielleicht kommt man auch einfach mal vorbei und guckt sich um. Das sind aber auch einfach viele Sachen, wie ihr seht, das Dach ist hier noch so Rohbau und hier ist es schon fertig ausdekoriert. Und das ist natürlich noch ein Schritt, den wir noch machen müssen. Okay, ich merke schon, ich werde ein bisschen heiser. So viel reden bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Und ich bin voller Hoffnung, dass wir das jetzt ein bisschen regelmäßiger wieder weiterbauen. Und die Aufnahmen lasse ich im Hintergrund dann einfach laufen. Man muss nur den Replay-Mod installiert haben und eine Aufnahme starten, wenn man anfängt zu bauen. Und dann ergibt sich vielleicht, dass ich einmal im Monat ein Hogwarts-Video mache, wo ich ein kleines Update gebe. Auch wenn ich zugeben muss, dass es wieder ein bisschen ungewohnt ist, allein in seinem Zimmer zu sitzen und mit seinem Mikrofon zu sprechen. Ich bin jetzt auch gerade alleine zu Hause, aber ich weiß, dass meine Brüder irgendwann nach Hause kommen. Vielleicht stehen die schon an der Tür und lauschen. Aber ja, dann würde ich sagen, war es das soweit. Ich habe ja auch schon wieder 20 Minuten gequatscht. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem Monat. Vielleicht schaut ihr auf dem Discord-Server vorbei. Vielleicht sehen wir uns mal auf dem Hogwarts-Server, während wir hier bauen und dann ihr da rumschwirrt und euch alles anguckt. Genau, in diesem Sinne. Bis dahin. Tschüss.